Unter der Fußball-Bundesliga gab es heute nur zwei Spiele. Die Partie Sturm gegen Ried musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Wacker Innsbruck konnte hingegen mit einem 4:0 Heimsieg gegen Wiener Neustadt einen Schritt aus der Krise machen. Manuel Wallner leitet mit diesem verunglückten Rückpass den Sieg der Tiroler ein. Alexander Gründler, der heute sein Debüt in der Startelf feiert, erzielt sein erstes Bundesligator. Und der quirlige Stürmer legt in der 27. Minute seinen zweiten Treffer nach. Stangelpass von Schütz und Gründler mit dem perfekten Abschluss. Jubel in Schwarz-Grün, ein Bild mit Seltenheitswert in dieser Saison. Übrigens ein klasse Schachzug von Wacker-Trainer Roland Kirchler, der heute Gründler seinem Einserstürmer Roman Wallner vorzieht. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte holt Jörg Siebenhandel Schütz von den Beinen. Den Elfer verwertet Lukas Hinterseher. Und weil er es so gut kann, macht er es in der 59. Minute gleich nochmal. Hinterseher mit dem Treffer zum 4:0 Endstand. Es ist der erste Innsbrucker Heimerfolg in dieser Saison und gleichzeitig der erste Sieg seit über 3 Monaten. Wenn der Austria im Moment etwas fehlt, dann ist es Selbstsicherheit. Erste Chance für die Wolfsberger nach diesem guten Schuss von Lindl, der nur die Latte trifft. 38 Minuten dauert es, bis die Austria den ersten gefährlichen Angriff vors Tor des WRCs bringt. Hosiner vergibt die Chance. Dann, kurz vor der Pause, Handspiel nach Kopfball von Segovia von Rogol. Aber Schiedsrichter Hakam entscheidet kein Elfmeter. Pausenstand 0:0, verständnislos Didi Kübauer. Nach dem Seitenwechsel weiterhin große Chancen für die Kärntner. Kirche vergibt hier. Aber die Entscheidung in diesem Spiel, die fällt auf der anderen Seite, in der 53. Minute. Jung leistet die Vorarbeit und Murk erzielt das 1:0 zum glücklichen Austria-Sieg gegen die Kärntner. In der Tabelle überholt die Austria jetzt Grödig, aber die Salzburger bestreiten morgen das OF-Live-Spiel gegen Rapid. Spielerisch stark, so hat sich Bundesliga-Aufsteiger Grödig heute im Heimspiel gegen Rapid gezeigt. Dennoch, die Salzburger haben eine 2:0-Führung vergeben und den Hütteldorfern ein glückliches Remis ermöglicht. Die Grödiger sind die klar bessere Mannschaft und Rapid deutlich überlegen. Nach knapp einer Viertelstunde fällt zwangsläufig die Führung der Salzburger. Torschütze ist Tommy. Das ist zugleich der Pausenstand. Ein schwerer technischer Fehler von Bichler führt zum 2:0. Zulechner ist der Torschütze. In der Schlussphase wird Rapid spielerisch stärker, macht mehr für die Offensive. Burgstaller leistet die Vorarbeit für Stakel, der macht das sehr überlegt und erzielt den Anschlusstreffer zum 2:1. Wenn die Grödiger einen Schwachpunkt haben, dann die Chancenauswertung. Hier einige Möglichkeiten. Zulechner vergibt in der 78. Minute und wenige Augenblicke später abermals Zulechner. Zusätzlich trifft Grödig zweimal die Latte. Mit der Hereinnahme von Schaub und Hoffmann wird Rapid in der Schlussphase torgefährlicher. Schaub wird gefoult, Elfmeter in der 85. Minute und Hoffmann in seinem 400. Bundesligaspiel trifft zum Endstand zum 2:2. Eine veritable Überraschung gab es heute in der Fußball-Bundesliga. Salzburg muss nach 33 Bundesligaspielen ohne Niederlage in der Südstadt als Verlierer vom Platz. Admira besiegt den Tabellenführer klar mit 3:1. Die Südstädter haben ihre Ankündigungen wahrgemacht. Mit einer starken Leistung halten sie das Spiel offen und gehen in der 54. Minute mit 1:0 durch René Schicker in Führung. 6 Minuten später fällt aus einer weiteren Standardsituation das 2:0. Schösswender ist erfolgreich. Die Überraschung beginnt sich abzuzeichnen. Doch kurz danach kommen die Salzburger zum Anschlusstreffer. Berischer macht das geschickt, zieht Mané und es steht 2:1. Doch der Admira zeigt Charakter und Oedraogo, der zeigt Übersicht. Zum ersten Mal bekommt Salzburg in einem Bundesligaspiel in dieser Saison 3 Gegentore. Die heimische Fußballkost hat den Salzburgern heute wohl nicht wirklich geschmeckt. An der Tabellenspitze hat die Niederlage keine Auswirkungen, Salzburg klar voran. Rapid überholt Ried, die Oberösterreicher haben aber ein Spiel weniger ausgetragen.